Guten Abend, herzlich willkommen an der Frankfurter Börse. Bis gestern waren Ostereier noch eine Währung. Ab heute gelten wieder vermehrt harte Euros oder US-Dollar. Und von diesen werden es in Zukunft beim Rohstofföl noch mal mehr sein müssen, denn der Preis für das schwarze Gold legt zu. Das geht schon seit Jahresbeginn so. Von Januar bis heute hat der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent, das sind in etwa 159 Liter, um ordentliche 39% zugelegt. So ein Fass kostet heute 74,42 Dollar. Das sind umgerechnet etwa 66,39 Euro. Teurer Heizen steht in diesen Tagen und in den kommenden Wochen ja hoffentlich eher nicht auf dem Programm, aber tanken schon. Und wenn der Rohstoff Öl teurer wird, dann kann es auch an den Zapfsäulen der Republik wieder mehr kosten. Aber nicht nur das. Öl ist auch nach wie vor ein wichtiger Rohstoff für die Industrie. In unzähligen Produkten steckt Öl drin. Und selbst in unserem Alltagsgebrauch haben wir pausenlos damit zu tun. Selbst wenn es nur der Kaugummi ist. Aber Scherz beiseite. Die US-Regierung will ab dem 2. Mai, das ist dann Donnerstag in einer Woche, keine Ausnahmen mehr machen für Länder, die iranisches Öl beziehen. Das würde dann nicht nur den Iran selbst treffen, den die US-Sanktionen ja oft treffen sollen, sondern auch Länder wie Italien, Griechenland, Japan, Indien, Taiwan, Südkorea, die Türkei und China. Einige Länder haben sich nach Alternativen umgesehen und diese auch gefunden. China und die Türkei lehnen die US-Sanktionen aber ab und sich selbst nun weit aus dem Fenster. Ankara akzeptiere keine einseitigen Sanktionen und Peking überhaupt keine, heißt es. Da hilft es dann auch nichts, wenn Saudi-Arabien und der Irak sich anbieten, etwaige Versorgungslücken zu schließen. Es geht nämlich um viel mehr als um Öl. Es geht um Macht und um die Frage, wie man diese durchsetzen kann. Für unsere deutsche Wirtschaft und die Industrie kommt dieses Ölthema zu einer sehr ungünstigen Zeit. Denn die Weltwirtschaft kühlt sich ohnehin ab. Und auch in Deutschland merken wir, wie Institute, Ökonomen und auch die Regierung die Wachstumsprognosen korrigieren. Und zwar nach unten. Wenn jetzt der Ölpreis weiter steigt, dann wird Herstellen teurer. Und das wiederum schadet nicht nur den Gewinn der Unternehmen, sondern kann bei sich weiter nach unten drehender Spirale auch eine Frage der Sicherheit von Arbeitsplätzen werden. Noch sind es die nachösterlichen Gedanken, die die Stimmung an der Börse ausmachen. Mit ruhig Blut wird das Öltreiben betrachtet und der heutige Anstieg beim Ölpreis um gut 3% auch. Der DAX hält sich einigermaßen und schließt bei 12.236 Punkten. Das sind 13 Zähler mehr als vor Ostern. Bange machen gilt nicht, so eine alte Volksweise. Aber es ist schon mal angezeigt, sich die Entwicklung beim Öl gut anzusehen. Nicht nur, weil es ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wie sehr Politik, Wirtschaft und Finanzen zusammenhängen, sondern auch, weil uns allen mal wieder bewusst wird an dieser Stelle, wie abhängig wir bei allem Fortschritt noch immer vom Rohstoff Öl sind. In diesem Sinne, Ihnen allen einen schönen Abend, wo auch immer Sie uns zusehen.